Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, manche Menschen fragen mich, warum bei euch in der Bickedorfer Kirche ein rotes Sofa steht. Auf diesem roten Sofa nehmen bei besonderen Gottesdiensten immer besondere Menschen Platz, die sich einem Interview stellen wie Frau Bettig und Auskunft geben über das, was sie über Kirche und über ihren Glauben denken. Wir laden Leute ein, nicht nur von der Kirche, wir hatten schon mal einen vom Sportverein, Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft. Das machen wir, weil wir im Gespräch sein wollen mit Menschen, die mit Kirche auch vielleicht gar nicht so verbunden sind. Frau Bettig ist nur eine Person, die bei uns in der Kirche gut verwurzelt ist, auch bei uns in der Gemeinde. Sie ist Predikantin und sehr beliebt, und ich hoffe, dass Sie auch von ihr spannende Thesen gehört haben zum Thema Kirche, wie sich Kirche wandeln kann, was für Herausforderungen auf Kirche in den nächsten Jahren zukommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sigrid, moin. Ich bin ganz froh, heute mal hier mit dir sitzen zu können zu diesem Tag, denn ich habe heute Morgen auf den Kalender geguckt, ist ja irre viel los heute, ne? Also Zeitumstellung, Weltspartag, Vorabend aller Heiligen, Halloween und Reformation. Richtig. Ganz schön viel. Allerheiligen kommt immer nach Reformationstag. Ja, hat ein bisschen was. Ist mit, aber grundsätzlich so. Hat ein bisschen was, ich sage es deshalb, weil es hat ein bisschen was mit Halloween zu tun, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber zunächst denke ich, ist es vielleicht für uns alle mal interessant, ein bisschen was über dich zu erfahren. Über mich? Also, ich bin 1956 in Münster in Westfalen geboren, bin also jetzt 65 Jahre alt. Bin im Ruhestand, freue mich riesig, bin in Münster zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, und nach dem Abitur war die große Frage, ja, was mache ich denn nun? Und ich hatte einen ganz tollen Pastor, nicht in meiner Kirchengemeinde, sondern in der Schule, bei dem wir Religionsunterricht hatten, und der hat gesagt, ach Sigrid, geh doch mal und mach ein diakonisches Jahr. Heute heißt es freiwilliges soziales Jahr, damals war es bei mir noch diakonisches Jahr. Ich also diakonisches Jahr in Hagen gemacht, im Sauerland. Ein Jahr, ich habe eigenständig in einer Wohnung gelebt, der Kirchengemeinde. Wir waren drei Kirchengemeinden zusammengeschlossen. Und es gab damals noch eine Schwesternstation, und die in dem Jahr, als ich da war, zur Diakoniestation umgewandelt wurde. Die Diakoniestation bzw. Schwesternstation leitete eine Diakonisse aus Bethel, also eine Sarepta-Schwester, die ein, ich nenne sie jetzt mal, Pfunzkerl war, mit der man wirklich Pferde stehlen konnte. Und ich habe mit ihr zusammen Leute gepflegt, die bettlägerig waren. Wir haben dreimal am Tag, wenn es notwendig war, haben wir sie gewaschen. Es gab aber auch Patienten, die Diabetiker waren, die gespritzt werden mussten von uns. Das haben wir auch übernommen. Und wir haben Sterbebegleitung gemacht. Ich habe in einem Jahr 65 Sterbende begleitet. Das war ich als Einzelkind. Das war eine sehr beeindruckende Zeit. Und ich sage immer wieder... Wie alt warst du da? Nach dem Abitur, ich war 18. Wir hatten ja zwei Kurzschuljahre, was keiner sonst mehr kennt. Ja, fürchterlich. Es war eine Katastrophe, und wir wurden dann noch Mädchenklasse, Jugendklasse geteilt und dann zusammengeworfen, und dann gerade in einer Zeit, wo die Pubertät noch nicht durch war. Es war entsetzlich. Gut, anderes Thema. Also das war ein sehr beeindruckendes Jahr, und wir haben, das hat die Diakonisse sich auf die Fahne geschrieben, was es heute nicht mehr gibt, wir haben die Verstorbenen auch sargfertig gemacht. Da brauchten nur noch, die wussten ganz genau, die Bestatter, wenn jemand gestorben war aus unseren Gemeinden, es waren drei Gemeinden in Hagen, dann waren die fertig, die konnten so in den Sarg, konnten da drin bleiben. Die brauchten sich die Bestatter nicht mehr drum kümmern. Das war sehr beeindruckend. Als ich als behütetes Einzelkind, als mir dann das erste Mal, ich sage es jetzt mal ganz klar,
der Urin über die Hände lief bei einem Verstorbenen, war ich schon etwas platt. Aber die Diakonisse hat das super aufgefangen und es war für mich in meinem Leben mein schönstes Jahr. Wie ging es weiter mit dir? Dann habe ich, weil mir das so gut gefallen hat, habe ich dann gesagt, ich will beruflich das machen. Ich will das so weitermachen. Ich habe nebenbei auch noch Kinderarbeit gemacht, Jugendarbeit, Altenhilfe, Altenkreis habe ich mitgeleitet, also viele Andachten gemacht. Es war wirklich ein bewegendes Jahr. Dann bin ich zum Studium nach Hannover gekommen, deswegen bin ich überhaupt in Hannover. Im Rauhe Haus in Hamburg bin ich, die hatten Losverfahren, da wäre ich auch gerne hingegangen. Nach Bethel wollte ich nicht gehen, weil die anschließend das Sendungsprinzip hatten und ich wollte mich nicht irgendwo hinschicken lassen nach der Ausbildung. Deswegen bin ich in Hannover gelandet, habe hier die Diakonenausbildung gemacht, in Hannover im Stephansstift gewohnt und an der Fachhochschule die Diakonenausbildung gemacht. Und für mich war immer schon Gottesdienste halten, Andachten machen, war für mich immer mein Thema. Das habe ich immer schon gerne gemacht, habe ich auch viel gemacht, auch im Stephansstift schon als Studentin. Ich habe im Altenheim nebenbei gearbeitet, ich musste mein Studium selbst finanzieren. Ich habe im Altenheim morgens die alten Leute aus dem Bett gezerrt und gewaschen. Was heute auch alles Gott sei Dank nicht mehr so ist in den Altenheimen, aber damals war das noch so. Da mussten die dann um 7 Uhr raus und dann, ob die wollten oder nicht, wurden gewaschen und angezogen und zum Frühstück fertig gemacht. Ja, nach dem Studium habe ich eine Weile im Stephansstift gearbeitet, bin dann mal einen ganz anderen Weg gegangen, habe 13 Jahre in der Lichtwerbung gearbeitet, habe für BMW, Chibo, Mitsubishi, Telekom, Lichtwerbung verkauft. Ich habe nebenbei dann noch eine höhere Handelsschule besucht bei Boomer und habe das auch mit Freude gemacht. Ich habe sogar Montagen gemacht. Sigrid war so, dass nicht verzagend hatte. Sigrid fragen, die hat auch Montagen gemacht, wenn Not am Mann war. War alles kein Thema. Also. Und als ich dann die Kündigung dem Herrn Tanneberger auf den Tisch gelegt habe, hat er eine Schublade aufgemacht, hat die reingesteckt. Und als ich dann Zwischenzeugnis wollte, sagte er zu mir, wie, Kündigung? Ja, da unten in Ihrer Schublade ist sie. Da hat er gesagt, das haben Sie doch nicht ernst gemeint. Doch, das habe ich ernst gemeint. Ich will wieder zu meinen Wurzeln zurück und bin dann in die Henriettenstiftung gekommen. Ja. Und nun bin ich Rentnerin und hier gerne zu Gottesdiensten. Ich bin gerne hier. Mir macht es viel Spaß hier. Danke für die Überleitung. Du bist ja eine von mir sehr geschätzte Predikantin, muss ich sagen. Jetzt gibt es ja Lektoren und Predikantinnen und Predikanten und Pastoren. Mir ist noch in Erinnerung, du hast mal hier gesessen und gesagt, ich darf hier eigentlich alles. Wie ist das gemeint? Denn letztlich gibt es ja eine Abstufung zwischen Pastoren, Predikanten, Lektoren. Richtig, aber ich habe noch die alte Diakonenausbildung aufgrund meines hohen Greisenalters und die haben noch die Beauftragung für alles. Dann kam irgendwann mal Frau Dr. Spiekermann, die Landessuperintendentin, und die hat dann alle Diakone nochmal zu Kursen geschickt, damit die das dann auch wirklich offiziell noch dürfen. Habe ich dann auch gemacht. Ich hatte aber in der Zeit schon mindestens 300 Beerdigungen hinter mir, also viel waren es nicht, aber 100. Und dann habe ich auch noch mal Kurse gemacht. Ich habe auch Abendmahlskurse gemacht, also ich habe alles gemacht, was die Landeskirche so hergibt. Und habe alles nochmal gemacht, was ich aber alles schon vorher durfte, schriftlich. Damals von Herrn Puschmann, dem Stadtsuperintendenten, alles genehmigt und unterzeichnet. So wisst ihr jetzt, wie es geht, ne? Also ich mache ja hier auch die Vertretung, die Kasualvertretung, wenn Falk im Urlaub ist. Ja, du hast das vorhin schon eingeleitet. Ich will mal jetzt nicht auf den Weltspartag kommen. Zeitumstellung haben wir auch hinter uns. Aber Reformation ist ja vor heute genau 504 Jahren, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, gewesen. Genau. Und wenn man das aus dem Lateinischen übersetzt, kommen da so Sachen raus wie Wiederherstellung, Erneuerung.
Die Thesen hast du auch schon erwähnt. Nun ist ja Martin Luther, da ist ja viel geschrieben, gefilmt und ich weiß nicht, was alles noch gesagt worden. Der ist ja auch nicht ganz unumstritten gewesen. Es gibt ja Historiker, die über die Spaltung der christlichen Kirche, die ja die Katholen heute noch sehr beklagen, gibt ja Historiker, die sagen... Ja, die einzig wahre Kirche. Ach so, behaupten sie, ist das so? Die Katholen. Das behaupten sie. Ich sage das nicht, aber sie behaupten es. Unabhängig davon gibt es ja auch Historiker, die zum Beispiel sagen, eine unmittelbare Folge des... der Reformation ist der 30-jährige Krieg zum Beispiel gewesen. Und dann gibt es ja auch eine große Kritik aus dem Judentum an Luther. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Er war auch judenfeindlich. Also meiner Meinung nach war er judenfeindlich. Und ja, aber jeder hat seine Ecken und Kanten und jeder hat seine guten Seiten, seine Sonnenseiten und seine Schattenseiten. Ich habe damals nicht gelebt, ich habe es nicht erlebt. Und was geschrieben steht, Papier ist auch manchmal geduldig. Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja Mensch, irgendwie Feiertag muss das sein und Arbeitgeber beklagen sich da, gehen Millionen verloren und so weiter. Wie siehst du das? Gut, aber die Allerheiligen ist auch Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Hallo? Warum dürfen wir nicht? Wir haben ja, der Reformationstag ist ja gar kein Feiertag mehr. Ja, findet ja meistens leider in den Herbstferien dann statt. Muso Betag ist ja auch nicht. Ist ja auch abgeschafft. Kleiner Exkurs zu Halloween. Da muss ich mal noch ein bisschen ausholen. Es gibt ja immer ganz viele Christen, die da unglaublich viel drüber schimpfen und sagen, das ist alles ganz böse und gefährlich, ohne sich darüber klar zu sein, dass das ja eigentlich eine alte keltische Tradition war, die von der katholischen Kirche instrumentalisiert worden ist damals, um die Leute ein bisschen schneller bekehren zu können. Haben die sich gedacht, wenn wir die alten Bräuche nehmen und benutzen das für unsere Sachen, dann haben die da vielleicht einen anderen Anker noch. Ist dann im Hochmittelalter, glaube ich, so ein bisschen stärker benutzt worden von der katholischen Kirche und heute ja nur so ein kommerzielles Ding. Ne? Richtig, ja. Filme, gibt ja jede Menge Filme. Mich stört es nicht von mir aus. Ich finde die geschnitzten Kürbisse finde ich süß. Bei uns in der Nachbarschaft stehen auch welche und da steht dann abends eine Kerze drin, der leuchtet dann. Da hat die kleine Tochter, die ist jetzt 3 Jahre alt, die hat dann noch Gänseblümchen in die Schnitzer reingesteckt. Finde ich einfach süß und niedlich. Und wenn die Kinder kommen und wirklich klingeln, Süßes oder Saures sagen, ja, wunderschön, meistens wollen sie sowieso Geld, die wollen kein Süßes. Die wollen einfach nur Geld haben. Sollen sie haben, alles gut. Was ich nicht ertragen kann, ist, wenn sie Gullideckel rausheben, was alles schon gewesen ist, oder irgendwelchen anderen gefährlichen Unsinn machen, da habe ich kein Verständnis für. Ansonsten, ich kann das alles gut ertragen, nebeneinander. Von mir aus kann auch Halloween sein. Du hast das gerade mit den Kürbissen erzählt. Fällt mir eine lustige Geschichte zu ein, die ja auch also ein bisschen christlich eigentlich ist, wenn man es ehrlich sagt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, woher das kommt mit den Kürbissen? Nein. Da gab es bei den Kelten einen Bösewicht, der hieß John Oldfield. Und der hat sich mit dem Teufel angelegt und hat ihn durch eine List eingesperrt. Und hat ihn dann nur unter der Bedingung wieder freigelassen, dass er gesagt hat, ich will mit diesem Teufel den Rest meines Lebens nichts mehr zu tun haben. Na gut, hat der Teufel alles mitgemacht. Dann ist der Mr. Oldfield gestorben und durfte natürlich nicht in den Himmel, ist klar. Er durfte aber auch nicht in die Hölle. Und da hat aber der Teufel dann ein Erbarmen gehabt und hat ihm eine Rübe geschenkt, die er hatte ausgehöhlt, und eine Kohle, damit er sich in der Dunkelheit zurechtfinden konnte. Und seitdem gibt es diese Kürbisse. Das heißt, die haben irgendwie
Damals in Amerika gab es mehr Kürbisse als Rüben und deshalb haben die dann diese Kürbisse ausgehöhlt und Licht reingeschrieben. Nur mal so nebenbei. Zurück zur Reformation. Noch ein paar Kleinigkeiten, die ich wissen möchte. Frauen in der Reformation sind ja ein wichtiges Thema, oder? Ja. Kommen aber kaum vor. Was zu bedauern ist. Ja, natürlich ist das zu bedauern. Aber sie kommen ja auch in der Landeskirche in den Hierarchien nicht vor. Und wie viele gibt es noch, die sagen, Frauen auf der Kanzel gehören da nicht hin? Gibt es ja immer noch. Wie ist denn das mit diesen Hierarchien? Das musst du mir nochmal erklären. Also es gibt ja genügend Frauen, die das wäre die nächste Frage gewesen, ja. Die die Ausbildung haben, die vielleicht sogar besser sind als manche Herren der Schöpfung. Aber sie kommt nicht ans Ruder, weil die Männer, das ist ja in der freien Wirtschaft genauso. Wo gibt es denn in der freien Wirtschaft Frauen in Führungspositionen? Doch nur in ganz wenigen Firmen. Man braucht sich doch nur VW angucken, BMW. Hallo, wo gibt es da Frauen in der Geschäftsführung? Gibt es doch gar nicht. Sparkassenverbände und... Also es liegt nicht am Selbstbewusstsein der Frauen hinzugehen und zu sagen, ich möchte mal jetzt einen kirchlichen Posten haben. Oder nein, kann man nein. So nicht sagen. Ganz sicher nicht. Also okay. Es gibt immer noch die Frauen, die mit geducktem Kopf durch die Reihen gehen und Kollekten einsammeln. Das habe ich auch genug erlebt, gerade in Nordrhein-Westfalen. Gerade die evangelische Kirche ist da nun auch noch mal ganz anders in Nordrhein-Westfalen als hier. Hier sind sie schon ein bisschen selbstbewusster. In Nordrhein-Westfalen ist das nicht, weil die Katholen da immer schön ihre Daumen drauf haben. Die haben da schon die große Macht. Und Frauen in der katholischen Kirche haben überhaupt nichts zu sagen. Die Frauen. Ja. Maria 2.0. Super, dass es die gibt. Ich bin froh und dankbar dafür. Ja, aber es ist ja zum großen Teil abgeschmettert worden. Ja, richtig. Ja, leider. Ja, ist zu bedauern eigentlich, weil letztlich gibt es wieder so eine These, die sagt, also Kirche lebt gerade von Frauen, aber nur in der unteren Hierarchie. In der unteren Hierarchie und selbst wenn die wegbrechen würde, würde das auch ziemlich übel aussehen, oder? Ist so. Also ja, muss man ein bisschen ran. Ist ja auch ein reformatorisches, also ein Erneuerungsthema, wenn man so will, und kann man eigentlich nur Mut machen. Ja, aber die Frauen, bis da mal eine Vizepräsidentin des Landeskirchenamtes wird, ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben. Ja, du bist ja... da nette Menschen sitzen. Männer. Ja. Aber nett reicht nicht immer. Okay, es gibt ja... Ich schätze ja deine Predigten auch immer deswegen, weil du da... richtig zur Sache gehst. Das ist ja meistens auch nicht so ganz unpolitisch. Richtig, das ist auch bewusst. Was ich auch dafür werde ich auch angekreidet oft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. ich finde das aber gar nicht so schlimm. Aber auf dein Stichwort, das erlebe ich so bei vielen Christen, dass gerade so gesellschaftspolitische Themen so innerhalb von Kirche immer, ich will mal sagen, so ein bisschen verhuscht wahrgenommen werden. Also ich mache mal ein Beispiel, gibt irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen, die eine gewisse Bedeutung haben, dann melden sich erst alle Parteien, Gewerkschaften, sonstige gesellschaftliche Institutionen und dann dauert das noch 14 Tage, bis mal einer von der Kirche kommt und sagt, ja, also relativ gesehen finden wir ja auch das vielleicht. Wie kommt das? Die haben nicht den Mut, ganz einfach. Ich meine, das haben ja, viele wollen ja, wenn sie in den Gottesdienst gehen, Friede, Freude, Eierkuchen. Das biete ich nicht. Ich möchte gerne, dass die Leute nachdenken. Die müssen nicht meiner Meinung sein. Da lege ich gar keinen Wert drauf. Das muss nicht sein. Wenn sie sind, gut, aber ich will, dass sie nachdenken. Sie können mich auch kritisieren, ist überhaupt kein Thema. Denke ich auch drüber nach. Aber sie sollen bitte schön nachdenken. Sie haben einen Kopf und sie sollen nachdenken, was ist draußen vor der Kirchentür los? Ja, ganz wichtig. Also ich, mein Credo, ich bin auch so ein Typ, der hat gesagt, guck mal vor die Tür und dann können wir mal anfangen zu reden. Ja. Hast du denn, du hast es eben erwähnt, mal über Kritik hinaus auch da schon irgendwie so Anfeindungen erlebt? Ist ja im Moment ein großes Thema, dass Leute da irgendwelchen Shitstorm da auf sich ziehen?
Also ich habe genug erlebt in Gemeinden, wo sie mir in der Predigt ins Wort fallen. Ach was. Ach ja. Aber lautstark und unter großem Protest, anschließend dann eine große Diskussion draußen vor der Tür ist. Nicht mit mir, sondern das machen sie unter sich und schimpfen radikal, was ich denn da mir leiste. Oh ja! Unglaublich. Herr Pastor Dürren, Sie kennen das auch. Das ist so im Leben, ja. Der Widerspruch gehört dazu. Ja, das ist ja auch gut. Soll ja auch so sein. Nun bist du Rentnerin. Ne? Ich kenne dich ja so ein bisschen auch als Genussmenschen. Das ist mir auch sehr sympathisch. Ja. Nicht nur euer Honig. Darauf wollte ich gar nicht zu sprechen kommen. gibt ja auch viele Christen, für die ist das ein Widerspruch. Ne? Die sagen, wir müssen jetzt also irgendwie eine Predikantin, die abends sitzt und trinkt ihren Bourbon. Eine komische Vorstellung für viele, oder? Wenn das jetzt ein Mann ist, dann nicht, oder wie? Nee, generell. Also generell. Also ich kenne genug Pastoren, die sitzen und eine dicke, fette Zigarre rauchen. Die waren dann auch Vorsteher, früher mal, und die auch ihren Rotwein geliebt haben. Also warum darf eine Frau das nicht auch mal machen? Nein, wir erzählen das. Also ich finde schon, und auf meine Zigarillos werde ich nicht verzichten. Spastische Bronchitis habe ich seit meiner Geburt. Das hat mit dem Rauchen nichts zu tun. Okay. Und meine Zigarillos und Pfeife gerne. Und auch mal ein Glas Wein abends. Ja. Sehr schön. Und euer Honig zum Frühstück. Danke. Also Werbeblock Ende jetzt, ja. im Ernst, gibt ja so diesen Spruch, so als Rentner hat man überhaupt keine Zeit mehr, ne? Das stimmt, habe ich auch nicht. Also wie war das vorher? Ich meine, weiß ich auch nicht. Ich habe mich jetzt auch gefragt, nachts kann ich leider sehr schlecht schlafen. Da habe ich so überlegt und habe gedacht, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr für mich. Ich bin nur noch in Action. Ja, also das ist ja auch erstmal ein qualitatives Merkmal, finde ich, ne? Immer noch besser, als sich vor den Fernseher zu setzen und auf den Tod zu warten. Richtig, genau. Habe ich auch nicht vor. Also ist eine direkte Aufforderung an Menschen, die ein bisschen älter sind, nochmal Gas geben, oder? Richtig, jawohl, auf alle Fälle. Vor allen Dingen viel spazieren gehen, frische Luft, Natur genießen und mal gucken, rechts und links, was die Nachbarn tun. Abschlussfrage, hast du für dich irgendwelche besonderen Wünsche? Oder hast du an Kirche besondere Wünsche von dir? Also ich würde mich freuen, wenn Kirche mal Frauen zulassen würde in der Hierarchie. Das würde mich sehr freuen. Es gibt ein paar, die sind Superintendenten in mir, aber ich meine im Landeskirchenamt und in der EKD, da sind auch die Frauen rar gesät. Das würde ich mir wünschen. Ich für mich selbst würde ich mir wünschen, dass ich mir noch ein paar Jahre habe und gesund bin. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke. Sigi, es war schön, mit dir hier zu sitzen. Ja, danke. Vielen Dank dir auch für deine vielen Statements. Wir bringen das wahrscheinlich nochmal auf YouTube für Leute, die das sich nochmal angucken möchten und oder das noch nicht gesehen haben. Auch dafür vielen Dank für dein Einverständnis. Ja. Nochmal alles Gute für dich. Danke. Und an alle anderen vielen Dank für die Geduld und fürs Zuhören. Dankeschön.